Hallo meine Lieben, heute ein neues Rezept und zwar für ein ganz schnelles Brot. Und das Wichtige ist mir ja immer, dass es schnell geht, weil ich bin ja jetzt auch nicht so geduldig. Ich kann jetzt auch keine Stunden in der Küche verbringen. Und deshalb zwei Sachen, es geht schnell. Es sind wirklich nur wenig Gericht, also wenig Zutaten. Ich habe hier zwei Mehlsorten, einmal Dinkel-Vollkornmehl, einmal habe ich Mehl aus Haferflocken gemacht, das könnt ihr auch machen. Ihr könnt aber auch ein anderes Mehl nehmen. Also wenn ihr Haferflocken habt, einfach in den... Ich habe natürlich jetzt diese Maschine, damit mache ich das, aber das kann man bestimmt auch mit einem normalen Mixer machen. Dann habe ich ein etwas Hefe hier und eine Nussmischung, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, also alles, was ihr da so zu Hause habt. Ich habe nämlich immer, was ich immer vorrätig habe hier, Leinsamen, Körnermix, Sonnenblumenkerne, Mandeln, Nüsse. Also ihr könnt da alles reinhauen. Ein bisschen Salz und ein bisschen Wasser. Und das war's schon. Und für mich ist immer wichtig, es muss schnell gehen, es muss einfach sein. Und ich finde halt, zu einer gesunden Ernährung, zu einer bewussten Ernährung ist es wichtig, dass man weiß, was man, oh guck mal, ich habe meinen Schrank aufgelassen, die ganze, dass man weiß, was drin ist. Und umso mehr man sich selber seine Nahrungsmittel herstellt, also sein Brot backt und seine Süßigkeiten für die Kinder und Kuchen und wenn man Plätzchen hat, so viel man, umso mehr man selber macht, umso besser ist es, weil man weiß, was drin ist. Und was noch das Schöne ist, wenn man es mit den Kindern zusammen macht, dann gibt man den Kindern auch was mit. Das heißt, wenn sie irgendwann mal mit 18 oder 20 weg von zu Hause sind, stehen sie da und sagen, oh Gott, wie hat die Mama denn jetzt, okay, ich gehe jetzt Brot kaufen, ich gehe das kaufen und jenes kaufen, sondern man gibt ihnen wirklich Handwerkzeug mit, dass sie sich wirklich auch selber ihre Mahlzeiten zubereiten können. Und deshalb immer einfach. Mit wenig Zutaten und deshalb fangen wir jetzt an mit dem leckeren Brot und ich freue mich schon, weil ich echt Kohldampf habe. So, wir beginnen jetzt mit dem ersten Schritt. Einfach lauwarmes Wasser in meine Schüssel hier. Ihr seht, es ist schon eine sehr alte Schüssel, deshalb sieht sie jetzt nicht mehr ganz so weiß aus, aber die ist eben halt schon uralt, die ist schon über 20 Jahre alt und davon kann ich mich nicht trennen. So, jetzt habt ihr das warme Wasser da reingemacht und jetzt bröselt ihr die Hefe da rein. So. Und dann wird das so lange mit dem Schneebesen aufgelöst, bis ihr wirklich, bis die Hefe komplett aufgeweicht ist. So, das ist jetzt der erste Teil. Der zweite Teil ist, jetzt kommt das Mehl. Ich fange meistens mit dem Dinkelmehl erstmal an und das kommt rein und dann wird es erstmal schön vermengt. So, jetzt könnt ihr schon mal, also wirklich einmal erstmal nur kurz durch. Jetzt könnt ihr nämlich schon das Salz da reinmachen, also 2 Teelöffel Salz. Und jetzt hier, ich habe ja hier diese ganzen Nüsse und Sonnenblumenkerne, die mache ich jetzt da rein. Ich habe auch noch ein paar Leinsamen. Ein paar behalte ich noch. Die kommen dann nämlich ganz oben dann hinterher auf den Abschluss. Das wird jetzt auch schön da rein gemacht und nochmal so durchmengt. So, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt ist alles soweit, dann könnt ihr eigentlich schon die zweite Ladung Mehl nehmen. Das sind jetzt meine Haferflocken, die ich als Mehl verkleinert habe. Und das kommt jetzt auch nochmal da rein. So, jetzt ist es eine klebrige Masse. Ne? Sollte noch ein bisschen klebrig sein, aber es hält schön fest. Und jetzt hole ich noch einen Schaber. Damit auch nichts wegkommt. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Das heißt, Backform habe ich hier schon eingefettet mit Öl. Was ihr machen könnt, ihr könnt es auch auslegen mit Backpapier. Ich mache es aber jetzt heute mal mit Öl. Dann wird es jetzt reingemacht.
Und dann geht es weiter in den Backofen. So, jetzt kommt der Teig da rein. So. So, dann schön glatt streichen. Gucken, dass er gleichmäßig überall in der Backform ist. Das ist jetzt das Brot. So, jetzt habe ich ja noch meine Körner. Die mache ich jetzt da drauf. So, da ich aber sehr gerne auch ein bisschen salzig das noch mag, mache ich jetzt hier noch ein bisschen Salz drauf. Das müsst ihr natürlich nicht. Und ich bin halt auch so ein Kümmel-Fan, also Kreuzkümmel-Fan. Und viele Brote in Österreich, auch in Italien, haben halt auch immer ein bisschen Kümmel. Und ich mache mir jetzt ein bisschen Kümmel, alleine schon der Geruch ist toll. Ist natürlich auch in der türkischen Küche ein Gewürz, was natürlich unheimlich oft verwendet wird. Und ich kenne das halt auch aus meiner Kindheit. Da wurde halt viel mit Kümmel gemacht. So, sehr gut. Dieses Brot kommt jetzt genau für eine Stunde in den Backofen. Entweder Umluft, 180 Grad oder 200 Grad Ober- und Unterhitze. War's jetzt. Ich habe den jetzt ganz, ganz leicht wirklich aus der Backform raus. Es ist mir erstmal halt quasi rausgeflutscht aus meiner Backform. Und das ist jetzt das leckere, ganz gut riechende Brot. Und ich habe jetzt wirklich Hunger. Ich habe mir jetzt noch ein paar Tomätchen, Zwiebeln und ein bisschen Feta-Käse. Das werde ich mir jetzt schön schneiden und essen. Und ich habe halt, meine Ambitionen sind halt, dass man zeigen kann, dass man halt mit wenig Aufwand und wenig Zutaten sich das Brot selber backen kann. Und es ist, also wenn man sich überlegt, so ein Brot würde man kaufen, da würde man da schon für 4 bis 5 Euro zahlen. Ja? Und ansonsten, wenn man sich das mal ausrechnet, was man jetzt an Geld investiert hat für die Zutaten, dann kommt man mindestens auf die Hälfte. Das heißt, selber machen geht ganz einfach, ganz schnell. Man kann auch vorbacken, man kann ihn auch einfrieren und man kann halt auch nehmen, was man will, welche Nüsse man möchte. Man kann Nüsse reinmachen, Walnüsse, Cashewkerne, man kann alles reinmachen, alles das, was man hat. Und es ist halt dann immer frisch gebacken und es schmeckt toll. Es war jetzt eine Stunde im Backofen, dann habe ich es rausgenommen und jetzt ist es da und jetzt werde ich es essen. Da freue ich mich schon. Aber erst will ich es mit euch noch anschneiden. So wichtig beim Anschneiden ist, weil es noch relativ warm ist, dass man es jetzt nicht von hier oben, sondern dass man wirklich von der Seite, und jetzt werden ganz viele Körner und so runterfallen, das ist aber egal, weil der Rest bleibt ja, seht ihr? So, und jetzt erstmal schön anschneiden, damit ich mir gleich direkt ein Brot machen kann. Und ihr seht, wie toll das aussieht, ja, es dampft sogar noch und ihr seht noch die Nüsse. So, ich werde mir jetzt schön ein Brot machen und werde lecker essen. Ich wünsche euch einen guten Appetit und gebt mir einen Daumen, gebt mir einen Kommentar. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss. So, ich möchte euch nicht neidisch machen, aber das ist jetzt mein lecker Mittagessen. Und ich freue mich natürlich über Bilder von euren Broten. Bis bald.